Uff, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part von Bubble Time. Heute geht's um die Europameisterschaft. Das hätte keiner erwartet. Und ein bisschen um Transfers, aber nicht großartig, denn die Euro ist momentan spannend genug. Was heißt spannend? Es ist Viertelfinale. Spaß, es geht ums Viertelfinale. Und wir haben das Achtelfinale der Euro. Ja, gestern waren die ersten Spiele und darüber möchte ich heute schnacken. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und auch zu den Transfers und auf die möchte ich jetzt ganz kurz eingehen. Mkhitaryan wahrscheinlich mit Ibrahimovic zu Man United. Ich hoffe immer, dass Ibrahimovic zu Bayern geht. Mkhitaryan kann da gerne hinwechseln, ist für ihn ein großer Schritt. Für den BVB kannst du schon wieder einen Ausverkauf, mal sehen, wie die das kompensieren können. Lacazette geht eventuell zu Arsenal, die wollen ihn zumindest haben, allerdings möchte West Ham ja auch den haben. Trotzdem denke ich, dass er wenn sowieso zu Arsenal gehen wird, bin gespannt. Vielleicht geht dann Slimani zu West Ham, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was gibt's denn hier noch so? Fafana eventuell zu Frankfurt. Junge, mach dir bitte deinen guten Ruf in der Bundesliga nicht kaputt. Sané, ja, wird wohl bei 96 bleiben. Kölns Offerte über 3,5 Millionen war einfach scheiße, wenn der 5 Millionen Marktwert hat, weil er hat Vertrag für die Liga. Warum sollte man ihn günstiger abgeben? Einfach nur Poker. Ne? Ich kann verstehen, dass man jetzt sagt, ey, lass den noch ziehen oder ey, ihr könnt da nicht wirklich 10 Millionen verlangen, aber das sind einfach nur Pokerspiele. Man kann auch nicht 3,5 Millionen bieten, das ist genauso lächerlich. Ne? Hätte man sich auf 6 Millionen einigen können, wäre super gewesen. Wie gesagt, ich hätte es ganz gut gefunden, wenn er gegangen wäre, aber wenn er mit in die zweite Liga kommt und auch Leistung bringt, er wird ja Leistung bringen müssen, weil er wird ja nicht irgendwie wollen, dass er wieder unprofessionell wirkt und unreif mit 25 Jahren. Von daher, wenn er mitkommt und Leistung bringt, dann passt das schon ganz gut. Ja, auch die Aussage, er hat gesagt, er will weg, bla bla bla, lasst ihn noch gehen. Er hat Vertrag, Punkt. Meine Güte nochmal. Immer so von wegen, ja, die armen Spieler und so weiter und so fort. Wobei die den Verein auf Gedu auf der Nase rumtanzen. Naja, das war's eigentlich zu Transfer-News. Mehr gibt's hier nicht. Gut, dann kommen wir zu den Spielen gestern. Um 15 Uhr spielte ja, Polen gegen die Schweiz und das war ein Spiel, das ich nicht geguckt habe. Ich habe nur das Elfmeterschießen gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Blaschikowski durch einen relativ schönen Angriff, wo Lewandowski war es, glaube ich, gut durchgelassen hat, die Polen in Führung gebracht hat. Dann kam Shaqiri Monster mit einem unglaublich genialen Fallrückzieher-Tor. Seine einzige gute Aktion dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, warum er den Man of the Match bekommen hat, weil die Schweiz ist nicht weitergekommen. Aber war ein richtig geiles Tor. Er war bei dieser EM wieder schwach in meinen Augen. Also 2014 war er stark, diesmal war er wirklich schwach, finde ich. Aber der Elfmeter, das Fallrückzieher-Tor war geil. Chakas Elfmeter war dann schwach und deswegen fliegt die Schweiz raus. Polen ist weiter, war ein ausgeglichenes Spiel. Ist in Ordnung, wenn ich für die Schweiz habe. 18 Uhr Spiel, Wales gegen Nordirland, habe ich auch nicht gesehen, war ich gerade essen, aber ich weiß, dass das Tor von Gareth McAuley, das Eigentor gegen Nordirland, den Sieg gebracht hat. Ich habe es auch nicht sehen müssen, wenn es 1-0 ausgegangen ist. Die Fans waren wohl klasse, das Spiel war wohl nicht so gut, aber auch in Ordnung, da habe ich 1-0 Wales getippt, von daher passt das ganz gut. Und dann kommen wir vielleicht zum kontroversesten Spiel gestern Abend. Das absolute Bratwurstspiel, das Bratwurstduell im ZDF. Portugal gegen die Schweiz, oh wei. Ja, was soll man dazu groß sagen? Da gibt's eigentlich gar nicht viel zu sagen, denn es war einfach ein total langweiliges Spiel. Pepe in der ersten Halbzeit mit einer Kopfballchance, obwohl er am Abseits stand, das war die größte Szene im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit absolut nichts passiert, abgesehen von Vida, der eine Kopfballgelegenheit hatte. War wohl vielleicht ein bisschen schlechter postiert als Mandzukic, aber okay. Vida hätte allgemein 3 Tore machen können, hatte aber nicht, der wird die nächsten Tage hat Bateson, glaube ich, geschrieben, ich weiß es nicht genau, nicht so gut schlafen, weil der im Endeffekt ja die Chancen vergeben hat und Kroatien deswegen vielleicht auch mit rausgeflogen ist. Ja, dann kommt die Verlängerung, in der es ist wirklich nichts passiert, die ganze Zeit nicht, es war nichts los in diesem Spiel. Portugal hatte gerade bei, also ich weiß ja, dass viele von euch Renato Sanchez pushen, der geht zu Bayern, der ist ein Talent, der ist jung, aber der hat gestern sowas von beschissen gespielt, da muss man einfach objektiv sein. Der war sowas von scheiße. Also der hat glaube ich vorher, also vor dem Angriff, der zum Tor geführt hat, hat er glaube ich 700 Fehlpässe gespielt, keine vernünftigen Aktionen gehabt, dieser eine Abschluss, weißt du, er kann einfach draufbolzen, er hat eine gute Schussposition, was will er machen, Außenriss, trifft den mal nicht mit dem Außenriss, das Ding geht 10 Meter daneben. Boah, das war echt schwach. Von Ronaldo hast du auch gar nichts gesehen. Der hat sich ja dann am Ende hinten mit reingeworfen, hat ja auch was gebracht, aber ging auch nicht, weil bei Portugal ging allgemein vorne nichts, ja, und man kann nicht immer sagen, das finde ich so lächerlich, Ronaldo muss mal was bringen jetzt langsam, nein, Portugal muss was bringen, Portugal, das Team, darum geht es, und ein Spiel alleine, das reicht nicht, ne, auch dieser Vergleich mit Messi und so weiter, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ganz ehrlich, Messi hat Aguero, Higuain, Di Maria und so weiter, wen hat Ronaldo? Nani. Der ist okay, aber João Mario, Renato Sanchez, das sind keine Weltstars wie Aguero, Higuain beispielsweise. Naja. Ja, dann auf jeden Fall kam es, wie es kommen musste, eine große Chance von Vida, der den Ball am... Ach nee, das war nach dem 1-0. Ja, doch, der Kopfball von Vida, den er, weil Rui Patricio ausrutscht,
komplett frei übers Tor setzen kann. Und dann kam die Flanke auf Perisic, der gestern der Stärkste auf dem Platz war. Also man hat von Modric, Rakitic nichts gesehen, die haben die komplett abgemeldet. In der Hinsicht war das Mittelfeld von Portugal wirklich gut. Von Ronaldo hat man nichts gesehen, von niemandem hat man was gesehen. Außer von Perisic, denn der hat wirklich viel versucht. Dann der Kopfball, Pfosten, Patricio lenkt ihn so, dass er nicht ins Tor geht. Perisic versucht mit dem Fallrückzieher, trifft nicht. Und dann erobert Ronaldo den Ball, spielt ihn in die Mitte auf Sanchez. Sanchez geht, hat viel Wiese vor sich, legt raus auf Nani. Nani mit einem genialen Außenriss. Pass auf den zweiten Pfosten. Ronaldo aus Spitzenwinkel kann nicht im Tor unterbringen, aber der Druck ist hoch genug, sodass Subasic ihn nur in die Mitte abprallt. Oder Subasic. Subasic. Wie auch immer man so aussprechen kann, aber Bela redet ja gestern allgemein wieder schön viel Scheiße gelabert. Ja, genau, einen Aufreger hatten wir noch. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Und da steht in der Mitte Quaresma eingewechselt, bei dem habe ich gesagt, der muss das Tor machen, als er eingewechselt wurde. Ich liebe den Typen einfach. Das wisst ihr, ich hatte mal die Quaresma-Skillshow als Serie auf dem Kanal und macht den Kopfball rein. So, danach nochmal Riesenchance von Vida, der am Tor vorbeisetzt, ganz knapp mit dem Fuß diesmal. Und dann war es vorbei und Portugal ist durch. Es gab eine strittige Szene im zweiten Durchgang, da geht Nani, glaube ich, in 16er. Ich glaube, es war Nani. Und ich glaube, Strinic oder sowas. Also Nani kommt nicht an den Ball ran, er geht mit der Schulter so, schießt dann aufs Tor quasi. Aber Strinic tritt ihm danach in die Seite. Vollkommen unbeholfen, vollkommen übermotiviert. Und Nani fällt. Ich meine, der Ball war noch nicht im Aus, er wäre niemals rangekommen. Es wäre keine Torschuss mehr gewesen, aber es war trotzdem ein Foul. Es war trotzdem Elfmeter in meinen Augen, ja. Ganz klar. Davor in der ersten Halbzeit, das war nix gegen André Gomes. Ich weiß nicht genau, wer das war. Oder Adrian Zill, ich habe keine Ahnung. Gegen irgendwen auf jeden Fall, das war nix. Aber das Ding, auf jeden Fall ein Elfmeter. Da darf er niemals so reintreten. Auch wenn Nani da nicht rankommt, es ist trotzdem ein Foul. Es ist gelb und ein Elfmeter. Im Endeffekt aber auch egal. Ja. Das Ding ist, alle haben gesagt, boah, Kroatien war so stark, die ganze Vorrunde, Portugal war so scheiße, jetzt kommt Portugal ins Viertelfinale, obwohl sie nicht einmal in der Gruppenphase gewonnen haben und jetzt auch nur 1-0 in der Verlängerung, bla bla. Was ist mit euch los, ganz ehrlich? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Portugal hat, also wer die, ich weiß nicht, ob jemand die Spiele einfach nicht gesehen hat, Portugal hat das erste Spiel komplett dominiert, hat nur die Tore nicht gemacht gegen Island, hat das zweite Spiel gegen Österreich komplett dominiert, Ronaldo hat einfach das Tor nicht gemacht, hat das dritte Spiel auch sehr gut gespielt, hatte einfach defensiv mit diesen beiden abgefälschten Dingern Pech und hat trotzdem 3 Tore geschossen. Ja, das torreichste Spiel der EM. Hat in allen 3 Spielen gut gespielt, konnte halt noch nicht gewinnen und kommt dann weiter. Ja, ist beschissen aufgrund dieser UEFA-Regelung mit dem Dritten, der weiterkommt. Aber das sind ja auch immer noch 3 andere Teams, die da so weitergekommen sind. Beispielsweise Nordirland, über die sich übrigens kein Mensch beschwert hat. Naja, so, weiter geht's. Die Schweiz, Kroatien war so gut gestern, Portugal war so scheiße. Ich weiß nicht, also die waren beide komplett scheiße. Portugal hat ab und zu was nach vorne versucht, Kroatien auch. Portugal war in meinen Augen sogar noch leicht besser, aber da kam von beiden nichts, gar nichts. Im Endeffekt waren es 2 Chancen und Portugal hat die eine genutzt und Kroatien halt nicht. Punkt. Da kann man auch nicht sagen, die sind unverdient weitergekommen. Kroatien in der Gruppenphase klasse gespielt, ja, sind weitergekommen. Portugal hat auch klasse gespielt, nicht gewonnen, sind weitergekommen. Und im Viertelfinale haben sie beide scheiße gespielt, im Achtelfinale haben sie beide weiter scheiße gespielt und sind einer ist weitergekommen. Das ist doch ganz normal. Verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Aber gut, schreibt mir vielleicht mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich sehe halt einfach wirklich nur wieder da viel Hate gegen Ronaldo, weil ist halt Ronaldo und dann logischerweise auch gegen Portugal. Und ja, Ronaldo hat nichts gezeigt. Vollkommen egal, das Tor hat er trotzdem vorbereitet und eingeleitet. Aber darüber redet wieder keiner, weil man fordert, er soll was machen, er macht was. Ja, er hat ja das Tor selber nicht gemacht. Weiß ich nicht. Der ganze Ronaldo hängt gewiss auf Eier. Kann man nicht irgendwie über Quaresma reden und den loben oder darüber reden, dass Modric eine klasse WM gespielt hat und EM gespielt hat und jetzt rausgeflogen ist? Oder dass Perisic so geil war? Oder dass Sanchez Scheiße gebaut hat? Nein. Fokus Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Deutschland spielt gegen die Slowakei. Ronaldo. Sowas von unnötig. So, egal. Deutschland, Slowakei, wo wir gerade dabei sind. Deutschland wird sich rächen für das Spiel in Augsburg, ja, Augsburg war's, und wird 3-1 gewinnen, habe ich zumindest so getippt. Heute Nachmittag Frankreich gegen Irland, Frankreich wird 2-0 gewinnen, hoffentlich gehen wir da nicht in der Verlängerung. Und das dritte Spiel weiß ich jetzt immer noch nicht, welches das ist, aber das werde ich jetzt hier nachgucken. Ungarn-Belgien, 1-2. Ich glaube, Ungarn fliegt raus, ich glaube, Belgien ist zu stark. Das habe ich zwar bei Portugal gesagt, aber Belgien hat ja wirklich auch eine gute Gruppenphase gespielt. Also Portugal auch, sie haben halt nur nicht gewonnen. Ne? Aber Belgien kann ja gewinnen und ich glaube, Belgien gewinnt das 2-1. Ja, Torschützen, ich predikte wieder einen pro Partie. Lukaku, Müller oder Gomez, Payet oder Giroud. Ja, gut, das war's von diesem Video. Wir sind fast wieder bei 10 Minuten, aber was soll's. Ich werde das jetzt hochladen, dann werde ich den anderen Vlog rendern, dann werde ich laufen gehen und dann werde ich zum Fußball pünktlich hoffentlich wieder da sein. Ja, das ist der Plan. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Meinung in die Kommentare, IG Vault, Twitter, Facebook, Instagram und Snapchat auschecken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.